100 Jahre Niederösterreich, der perfekte Anlass für ein tolles Rezept, das unserer Landeshauptfrau Johanna Mückl-Leitner gewidmet ist. Daher einigen wir uns auf den klingenden Namen der klassisch niederösterreichischen Süßspeise Honeymoons. Das überarbeitete Rezept stammt aus einem handgeschriebenen Kochbuch aus dem Jahre 1924 von Frau Rose Wagner aus Hollabrunn, die in einer Wirtshausküche gearbeitet hat. Erfahren Sie im folgenden Film, wie sich diese genussvolle Süßspeise zubereiten lässt. Und genießen Sie dabei eine Polka, dargeboten von unserer Bläsergruppe der 4. Klassen der Musikmittelschule Lahn-Dater. Zuerst drehen Sie das Backrohr auf 180 Grad auf. Danach vermengen Sie folgende Zutaten in einem Rührgerät. Mehl. Getrocknete Gerben. Zucker. Milch. Butter. Salz. Und zerlassene Butter. Zuerst nehmen wir ein bisschen Mehl und bestreuen das Tuch mit Mehl. Dann nehmen wir unseren Teig aus der Schüssel und teilen ihn auf drei Teile. Wir legen zwei Teile auf die Seite und rollen den dritten auf ca. 3 bis 4 mm aus. Jetzt werden wir die Fülle zubereiten. Wir nehmen einmal Zucker, Bovil, Nüsse. Aus drei Eiklar wird ein Schnee geschlagen. Die fertige Fülle wird nun gleichmäßig auf dem Teig verteilt bis 2 cm zum Rand. Der Teig wird so weit eingerollt, dass der obere Rand unter der Rolle ist. Mit einem großen Glas werden Halbmonde ausgestochen. Und ab ins vorgeheizte Rohr. Bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Während die Honeymoons gebacken werden, richten wir die Zuckerglasur her. Dazu verwenden wir 300 Gramm Stoppzucker, 2 Esslöffel Wasser und ordentlich blaue und gelbe Lebensmittelfarbe. Jetzt werden die Honeymoons rausgeholt. Da wird sich die Landeshauptfrau aber sicher freuen. Und jetzt gehen die Honeymoons auf die Reise. Wir hoffen, dass sie gut schmecken.